Hallo, ich bin Peter und ich wollte euch heute mal mitnehmen auf einer Tour ins Bergische Land. Besser gesagt, in die Ausläufer des Bergischen Landes. Das Wetter ist super, es ist nicht so heiß, 24, 25 Grad und das sind gute Voraussetzungen, beste Voraussetzungen für eine Radtour. Der Drahtesel ist schon gesattelt und dann kann es ja losgehen. Also, kommt ihr mit? Heute machen wir unsere erste Tour ins Bergische. Die erste Tour mit der neuen GoPro und Ausrüstung. Mal sehen, wo uns der Weg herführt. Ich habe in Komoot eine Strecke mir ausgesucht. Und da wollen wir über Schildchen, Vosswinkel, hoch auf den Panoramaweg und dann runter nach Herrenstrundem, von Herrenstrundem nach hoch wieder zur Offermannsheide und dann rüber über Biesfeld, Bächen wieder zurück. Wollen wir mal gucken, ob wir das so schaffen. Und wenn nicht, fahren wir anders. Jetzt kommen wir erstmal zu einer vielbefahrenen Straße mit viel Lärm. Da mache ich das Ding aus. So, wir sind jetzt in Schildgen. Das Schlimmste haben wir erstmal hinter uns. Von Straße und Straßenlärm. Jetzt fahren wir hier durch Schildgen Richtung Vosswinkel. Die Sonne steht jetzt genau gegen an. Um 11:15 sind wir losgefahren. Schauen wir mal. Jetzt habe ich gerade am Schild nicht aufgepasst. Aber wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, ist jetzt die Straße hier bis Vosswinkel an Samstagen und Sonntagen für PKWs und Krafträder gesperrt. Das hier also nur Fahrräder und Fußgänger entlang kommen dürfen. Da wollen wir mal gucken, ob das so stimmt. Hier geht es durch den Busch. Auf Komoot habe ich die Tour mal eingegeben. Und wollen wir mal gucken, ob das alles so funktioniert. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, wie die Kamera das hier im Wald macht. Mit dem Wechselspiel des Lichts. Jetzt fahren wir durch Vosswinkel. Vosswinkel gehört zur Gemeinde Odenthal. Diese Gemeinde werden wir nachher noch öfter berühren. So, jetzt geht es ziemlich steil den Berg hoch.
Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rauskommt. So schnell. Ja! Jetzt links halten. Komm, komm! In den Wind, in den Windschatten! So, hier geht's ziemlich weit rauf. Die Jungs bleiben dran. Ne, bleiben nicht dran. So, hier geht's jetzt ordentlich rauf. Ich bin noch im Normalmodus. Ich glaube, ich muss jetzt mal umschalten auf den Boost. Uff. Hoch. Hochmodus. So, jetzt sind wir rauf auf dem Panoramaweg. Der trägt seinen Namen zurecht, wie ich finde. Schaut euch dieses Panorama an. Super, oder? Hier ist eine Kaffeebude für die Wanderer und Radfahrer. Der Weg ist an Wochenenden hier immer gut besucht. Ist ja auch ein traumhafter Weg. So, da oben, das ist entweder Neschen oder Scheuren. Super klar heute. Super klar. Da hinten haben wir einen Blick zum Siebengebirge. Wunderschön zu sehen. Ins Rheintal runter. Traumhaft. Da ist Kölle im Kölner Dom. Toll. Ganz, ganz toll. Wunderschöner Blick. Wunderschöner Blick. Da hinten der Kölner Dom, der Kolonius, der Fernsehturm von Köln und da hinten Kraftwerk, ich glaube von Jülich. Traumhaft und so klar. Boah, eine Weitsicht heute. Echt toll. Vorbei an einem Maisfeld. Und da oben müsste eigentlich jetzt eine Bank kommen. Da würde ich mich ganz gerne mal draufsetzen, wenn die frei ist. Ja, sie ist frei. So, ein kleines Bäuschen am Maisfeld, bevor es dann wieder weitergeht. Ein traumhaftes Wetter heute. Blauer Himmel und jede Menge Kondensstreifen. Super.
auf Weg. So, jetzt haben wir noch anderthalb Kilometer wieder hier auf der Bundesstraße. Und dann geht es wieder rechts weg, wird es wieder ruhiger. Bei mir rauscht es im Moment ganz ordentlich in den Ohren vom Wind. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Puschel vom Mikro das absorbiert. Da bin ich ja echt mal gespannt. Da hinten fliegt der Bussard. Ein Reitstall. Und hier wieder ein schöner Blick im Bergischen. Aber einen schönen Radweg haben sie hier gemacht, abseits der Straße, finde ich gut. Aua, da war eine Brennnessel. Die Tour wird angepasst, jetzt umgehen. Na, habe ich mich zu früh gefreut. So, am 27. und 28. August ist hier Riefkuchenkirmes. Wer nicht weiß, was Riefkuchen ist, das ist Reibekuchen oder Reibeplätzchen, Kartoffelpuffer und wie es sonst noch heißt. So, wir fahren hier durch Herrenstrunden. Die Uschi sabbelt sich wieder blöd. Die redet die ganze Zeit, ich soll umkehren. Die Tour wird angepasst. Jetzt umkehren. So, hier ist das Restaurant Dröppelminna. Sind wir vor vielen, vielen Jahren mal gewesen. Burg Zweifel. So, jetzt fahren wir hoch nach Asselborn. Bin ich noch nie gewesen. Wieder schön durch den Wald. Herrlich. Hier roch aber schon nach Reibekuchen. Ich glaube, hier macht schon einer Probeback. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Ach, da kriege ich ja schon direkt wieder Hunger. Nee. So, dann geht es wieder langsam, aber stetig den Berg hinauf. Wieder ein toller Blick, den muss ich festhalten hier. Ach Leute, guck mal, ist das nicht schön hier? Hm? Nie wieder arm sein. Jetzt rechts abbiegen auf Asselborner Weg. Hoppsa. Hier geht's wieder rauf. Ah, frisches Heu. Herrlich. Viele Pferde. Und noch mehr Äpfel. Ja?
Kommst du mich besuchen? Ha? Wenn ich mal einen Moment stehe, wird es direkt unheimlich warm in der Sonne. Aber auf dem Rad geht immer ein schöner Wind, schöner Fahrtwind, herrlich. Der kühlt ein bisschen, nicht zu stark, aber traumhaft, traumhaft, traumhaft. So, Komödchen sagt, wir sind noch auf Tour. Das sieht ja gut aus. So, wieder eine neue Ortschaft. Wo sind wir hier? Jetzt rechts auf Straße. Untersteinbach. Ist ja schon traumhaft wohnen hier. Aber das ist am Arsch der Welt. Traumhafte Häuschen hier. Schön das Fachwerk. Super. So, jetzt fahren wir hier aber noch ordentlich einen Berg weiter runter. Geht's nach Dürscheid. Nach Dürscheid. Ups, ups. Moin. Und da hinten geht's den Berg wieder hoch. Okay. Ging doch nicht den Berg hoch. Ach, guck mal hier. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Meine Güte. Möchte noch mal arm sein? Hm? Nee, die wird durch Brot fressen. Jetzt kommen wir nach Dürscheid. Nach Dürscheid. Herrliches Fachwerkhaus, Hotel Dürscheider Hof. Direkt daneben die Kirche. So, ich habe die ursprüngliche Route gerade verlassen. Die ging mir zu lange an der vielbefahrenen Straße entlang. So, oh wei. Denn jetzt kommen wir aber hier auf den Waldweg. Weiß ich nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist. So, ich werde also jetzt diesen Weg hier ein Stückchen weiter zu Fuß gehen. In der Hoffnung, wir kommen gleich wieder auf asphaltierte Straße. Aber hier der Blick nach Biesfeld, traumhaft. Hm? So, das war nichts mit dem Weg. Da muss ich leider sagen, hat Komoot versagt. Danach links abbiegen auf Wipperfötter Straße L286. Wo sind wir denn hierher gekommen? Sind wir hier durchgekommen? So, wir sind noch weiter an der Hauptstraße. Aber kann nicht mehr lange dauern, dann sind wir in Biesfeld und da können wir wieder ab von der Hauptstraße.
Kilometer. Haben wir schon heute auf dem Tafel. So, jetzt fahren wir geradewegs, schnurstracks, auf die Kirche in Bieswell zu. So, in Bieswell sind wir hier abgebogen Richtung Neuensaal. Hier kenne ich mich jetzt wieder aus. Aus meiner Rennradzeit bin ich hier oft hergefahren. Ja, das ist aber auch schon wieder 30 Jahre her. Wieder ein traumhafter Fernblick. Und hier unten links wieder abgestorbene Fichten. Herrlich. Schön. Komme ich ans Schnaufen hier. Jetzt geht es den Berg wieder runter. Hui, hier pfeift aber. Und ganz da hinten wieder Jülich oder was auch immer da hinten. Kraftwerke. Und hier das herrliche Bergische Land. Bächen. Eine alte Heimatstadt. 40 Jahre ist es her. Meine Güte, Zeit vergeht. 40 Jahre. Da haben wir 4 Jahre hier in Bächen gewohnt. So, Bächen haben wir hinter uns gelassen und sind jetzt wieder hier auf der Höhe. Hier ist auch wieder unheimlicher Autoverkehr. Da hinten, das müsste Wermelskirchen sein. Oder sogar Remscheid. Das ist ein traumhafter Blick hier. Und so, da hinten in der Ferne, da dürfte Scheuern sein. Jetzt kommen wir nach Neschen. Hier ist nicht mehr ganz so viel Verkehr, Gott sei Dank. Jetzt geht's runter nach Odenthal. Blick auf Glöbusch.
Von hier oben hat man einen wunderschönen Blick auf Odenthal. Und über Odenthal, da hinten liegt Glöbusch. Und da hinten gucken ein paar Häuser raus, die oberhalb von Osenau sind. So, hier fließt die Dünn. Jetzt fahren wir hier hinter Odenthal her, weg vom Verkehr. Dankeschön. Ja. Odenthal haben wir jetzt umfahren. Jetzt haben wir einen kurzen Weg nach Osenau. Osenau haben wir auch hinter uns. Jetzt geht es immer an der Dünn entlang nach Schwebusch. Links von uns liegt wieder die Dünn, aber ich denke, über die Dünn bzw. den Weg entlang der Dünn werde ich noch mal ein separates Video machen. Jetzt sind wir wieder in der Ebene, im Dünntal. Hier sind wir in Hummelsheim, Hof Hummelsheim, und jetzt ist nicht mehr weit bis Schwebusch. Da hinten, hinter den Bäumen, fließt die Dünn wieder, ganz da hinten, hinter den hinteren Bäumen, da ist mein Zuhause, da wohne ich. Müssen wir noch die Kurve kriegen hier durch Schlebusch und dann sind wir zu Hause. Jetzt kommen wir in unser Dorf nach Schlebusch. Thank you.
Jetzt überqueren wir wieder die Dünn. Und kommen ins Freudental. Ja, was haben wir denn da für Freude? Die Tour liegt vor dir in 5,1 Kilometern. Jetzt gehen wir hier erst der Sensenhammer. Eine alte Sensenhammerfabrik, was heute ein Museum ist. Ein Industriemuseum. So, jetzt sind wir eingebogen auf die Zielgerade. Jetzt ist es nicht mehr weit. Dann sind wir zu Hause. Wir haben dann 52 Kilometer hinter uns. Und das Höhenprofil, das wird mir nachher sagen, wie viel Meter wir insgesamt rauf und auch wieder runter angesammelt haben. Wir haben jetzt 2 Uhr. Das heißt, wir sind 2-3 Viertelstunden unterwegs gewesen. Na denn. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Ausbeute wird beim Videoschneiden. Ob alles funktioniert hat mit den Filmen. Und vor allen Dingen auch mit dem Ton, was das Mikro so hergegeben hat. Also, es bleibt spannend.